Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuergrün. Immer noch ein wunderschöner Name für ein Pokémon-Hack. Und genau, wir machen hier einfach mal direkt weiter. Wir haben ja gerade eben kann man es jetzt auch nennen, haben wir ein Fleckmon gefangen. Und wir holen uns jetzt einfach mal diesen Pokéball. Schutz finden wir. Ja, das habe ich in Höhlen immer benutzt früher, das darf ich sagen. Da könnten wir jetzt natürlich das Pokémon auffangen. Ich weiß nicht, ob uns das was bringen würde. Ich würde sagen, wir fangen das Pokémon. Ich sag einfach mal, ich hoffe, dass das jetzt nicht... Okay, jetzt könnten wir ein Problem haben. Nicht, dass das uns noch haut. Irgendwie stärker. Na, das ist nicht so schlimm. Und ja, ich werde jetzt hier nur meinen Hyperball auf den Kopf hauen. Weil ich habe ja nur einen Hyperball. Und Marill, das finde ich, ist eigentlich ein schönes Pokémon. Und ist zwar auch ein Wasser-Pokémon, aber was soll's. Haben wir noch ein Marill. So. Bevor es überhaupt weitergeht, werden wir mal einmal in unseren Beutel gucken. Und werden mit unserem Trank mal einmal unsere ganzen Pokémon so ein bisschen durchteilen. Genau. Und Zerschneider lässt sich nicht verwenden, da das Zehr fehlt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Finde ich witzig, die Idee. Ich dachte, ich hätte das jetzt, könnte das jetzt einfach irgendein Pokémon beibringen. Aber dem ist mitnichten so. Und ich glaube, das ist eine gute Idee, ja. Wir werden das jetzt tauschen mit Shiggy, damit wir unsere ganzen Pokémon auch alle nebeneinander halt so ein bisschen trainieren. Und nicht ein Pokémon ultra stark wird und, ne? Ihr wisst das, glaube ich, was ich meine. So, hier hätten wir jetzt ein Zubat. Das werden wir auf jeden Fall nicht fangen, so viel darf ich sagen. So, das ging daneben. Auch super, es war super scheinlich, dass wir verwirrt sind und so. Das wäre nämlich total doof. Egal. Da passiert nichts Schlimmes. Und... Ui, Blutsauger. Das wäre jetzt hart. Egal. Trotzdem haben wir das Zubat besiegt. So, wir werden nun nochmal unser Fleckmon heilen. Ich meine, wenn man schon so viele Tränke hat. Und ich werde jetzt auch einfach mal schon diesen Schutz benutzen. Schützt 100 Schritte. Okay. Och nee. Ein Schieberätsel. Ach, ein Pokémon könnte diese Felsen vielleicht... Hä? Okay. Dann geht's hier unten anscheinend weiter. Hier haben wir nämlich erstmal ein VM-Stärke. Ui. Ah, das ist jetzt hier. Das, was wir brauchen, um die Dings zu verschieben. Schutz wirkt schon nicht mehr. Egal, wenigstens hat es für die kurze Zeit gewirkt. Ein Schneepieker. Nun gut. Schneepieker. Setzen wir einfach mal Aquaknarre ein. Ich glaube, das sollte recht effektiv sein. Und ein Schneepieker, das klingt eigentlich recht cool, ne? Wollen wir uns das... Ah, ne, fangen können wir es leider gar nicht. Wieder auf... Was für Säcke. Böses Schneepieker. Egal, wir haben Aquaknarre, das ist immer noch... Auch wenn es ein Schneepieker ist, wahrscheinlich immer noch trotzdem ein Elektro-Pokémon gewesen. Deswegen hat es dadurch auch ganz schön eins auf die Nase gekriegt. Kann einfach jedes Pokémon das erlernen. Eigentlich darf man vor allem Attacken ja erst nach den entsprechenden Orden verwenden, aber ich denke, hier in der Höhle sieht niemand, dass ich den Spielregeln verletze. Hä? Zudem sollte ich es besser benutzen, bevor mir schon wieder ein Teil des Namens geklaut wird. Außerdem muss ich es selber benutzen, sonst komme ich hier nicht raus. Fleckmon erlernt Stärke! Ah, gut. Wir haben uns jetzt gerade das schon verbaut. Yippie. Was passiert denn, wenn wir da reinfallen? Ist das blöd? Was passiert dann? Achso, dann fallen wir halt runter. Und in bestimmten Fällen könnte das sogar gut sein, wenn wir runterfallen. So, so. Okay. Soweit habe ich es kapiert. Ja, möchte ich benutzen. So. Jetzt müssen wir nämlich hier reinfallen und dann müssen wir rutschen, 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 rutschen. Rutschen, 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 rutschen. Ist das doch gar nicht so doof, wenn wir reinfallen? Na, doch, das ist blöd. Hm. Dann müssen wir hier hoch. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Oh, blöd. Ich weiß jetzt auch, was ich da gerade falsch gemacht habe. Und wie wir das verbessern. Ah, ja, komm. Das ist jetzt ja wohl ein bisschen übertrieben gewesen. Nein, halt, stopp. Nö, Flucht. Wir müssen nämlich das nach da. 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 Wir haben uns schon wieder verbaut. Deswegen war nämlich der Stein ja noch da. Ich Horst. Naja, egal. Ihr kennt das ja. Ich bin Little Confused Brain. Eigentlich gar nicht mehr so little, aber egal. Und
Deswegen darf ich mir sowas erlauben. Wir können nämlich die Steine da auch so rein... Hm? Der Felsen lässt sich nicht mehr bewegen. Bitte was? Was soll denn der Kram? Ja, Schneepieker. Blöde Schneepieker. Kannst mal weggehen, du. Ja, das ist jetzt verdammt blöd einfach nur. Dann machen wir es halt auf die umständliche Art und Weise. Wo wir nochmal durch 1000 Fleckmonster rennen müssen. Jetzt gehen wir nämlich hier runter, gehen dann die Leiter hoch, gehen die Leiter sofort wieder runter. Werden das Smuggel, das haben wir doch sogar auch schon. Das ist auch komisch, das ist mir auch mal aufgefallen. Man kann da jetzt nicht direkt sehen, dass wir das Pokémon schon gefangen haben. Ich meine, ist nicht schlimm, aber trotzdem. Fällt auf. Halleluja. Das können wir jetzt auch noch tackeln am Ende, dann haben wir das auch erledigt. Wunderbar schön. Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. So, jetzt habe ich gerade aber keine Lust auf den Kampf. Auch wenn ich meine Pokémon eigentlich trainieren soll. Oh, halt. Ich glaube, das Spiel zwingt mich auch irgendwie gerade so ein bisschen dazu, dass ich sie trainiere. Gott, Leute! Langsam reicht's aber. Liegt es daran, dass ich renne? Woran liegt das? Weiß nicht. Ach, komm schon. Okay, Zubat. Okay, Zubat. Du kriegst noch... Nein. Ich hab keinen Bock, mir einfach so selbst auf die Nase zu hauen, wisst ihr? Gut, gut. Hat noch geklappt. Ist okay. Weil verwirrt zu sein, ist so die behindertste Statusattacke, die man haben kann, finde ich. So, jetzt ganz bedacht an die Sache rangehen. Ja. 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 Hier wieder genauso bedacht an die Sache rangehen. Ich möchte hier nicht alles 10-mal machen müssen. So. Wir haben 3 Steine. Wir können... nicht drunter durch. Das heißt, wir müssen den mindestens einmal schieben. Und wenn wir den schieben, dann kommen wir auch... Na, ne. Nee. Was ist das? Ui. So kommt man also in das, in die Eigenschaften dieses Spiels. Okay. Gut zu wissen. Also, falls ihr mal wissen wollt, wie ihr in die Eigenschaften kommt, geht mit F1. So, da unten sieht es auch nicht aus, als ob es da unten irgendwas Tolles gäbe. Obwohl, vielleicht ist gerade das der Trick dahinter. Nee, was soll es da unten schon geben? Wir müssen hier, glaube ich, runterfallen. Ich möchte hier echt nichts falsch machen. Zack. Nein! Oh Gott, was machen wir denn hier? Oh Gott. Ne, da können wir nichts machen mit dem Felsen. Was, wenn wir jetzt hochgehen? Dann kommen wir hier wieder so an den Anfang, sag ich mal. Wenn wir den einen höher schieben, nicht? Dann bringt uns das eigentlich so gut wie gar nichts. Aber okay. Ja. Was machen wir jetzt hier großartig? Das Gute ist natürlich, wir werden jetzt hier nicht vom Poké
Mons angegriffen. Aber ob ich das so toll finde, weiß ich gerade gar nicht mal. Wisst ihr was, schiebt den da jetzt einfach mal einen hoch. Ach, der Fels steckt im Eis fest. Ja, das ist natürlich blöd. Ich glaube, wir mussten einen vorher runterfallen. Das war diese kleine Tücke jetzt hier ran, denke ich. Das denke ich jetzt einfach mal eiskalt. Und ich denke, ich liege da auch richtig, wenn ich so denke. Das heißt, nicht den allerletzten nehmen, sondern den davor. Ja, ja, ein Ma... Och, das arme Marl ist am Weinen, weil keiner mit ihm kämpft. So. So, wir machen jetzt nochmal einmal unsere alte bewährte Taktik. Und müssen auch uns nochmal durch 20 Millionen Zubats kämpfen. Das ist gar nicht mal so cool. Marl. Natürlich. Sag euch, irgendwann werde ich nochmal die Leiter hochgehen und selbst da fängt mich noch ein Pokémon an, obwohl ich mich da nur auf einer Stelle bewege und es eigentlich unmöglich ist, dass mich da ein Pokémon angreift, weil da eine Leiter ist und eine Stelle, auf der ich weglaufe. Deswegen, da kann eigentlich nichts passieren, aber ich sag ja, ich traue dem Spiel alles zu. Das Spiel kann das, glaube ich. So, und jetzt gleich sind wir auch schon an unserem Ziel, wo ich meine, dass wir runterfallen müssen. Nämlich hier. Nicht noch einen weiter? Nein, hier will ich runter. So. Nach unten. Wenn ich da jetzt hochknall, das wäre blöd. Das wäre ganz doof. Ich muss irgendwie an diesen Mittelpfeiler da kommen. Da muss ich von oben gegenkommen. Wenn ich das hinbekomme, dann kann ich da oben hin. Befehl, Schwester Eva. Klatsch, klatsch, klatsch. Klatsch. Hier fällt man noch runter, ne? Das habe ich doch richtig gesehen. Nach oben werden wir sofort zum Fluchtweg. Hier kann man am kleinen Felsen was drehen. Oder wenden. Oder sonst was tun. Rutschen auf den Stein, würde ich sagen. Das ist ja wohl klar. Okay, die Lage ist vielleicht noch nicht ganz so aussichtslos, wie sie erstmal scheint. Obwohl sie jetzt, glaube ich, aussichtslos ist. Ja. Jetzt haben wir es nämlich verkackt. Yay. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal nach diesem Fleckmon, nachdem wir geflüchtet sind, machen wir erstmal einen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin Lenny Confused Brain und beim Eisrätsel geht es das nächste Mal weiter. Ciao, ciao.